Also, sogar wenn Facebook dich gaslightet, verändern wir es. Wir sind live und hallo alle zu diesem Facebook Live über ein sehr signifikantes Thema, mit dem Thema von dem Call Gaslighting. Wartet mal, ich muss nur schauen, könnt ihr mich alle sehen, Milena? Ist die Sicht auf Facebook okay, die Ansicht? Hallo, dieses Live, Facebook Live wird übersetzt, das ist so all meine lieben Übersetzer hier sehe, meine Schönen. Ich möchte gerne eine Konversation über Gaslighting haben. Und was Gaslighting ist, es ist etwas wie Missbrauch. Und weil ich gerade die fortgeschrittenen Körperprozessgasse und die Abuse-Hol-Gasse mit Gary Douglas gemacht habe, habe ich bemerkt, wie viel Ladung da drauf ist auf Missbrauch und auf Gaslighting. Und Gaslighting ist eine Form von Missbrauch. Aber da ist kein Bedarf, es signifikant zu machen. Also lass uns damit starten, was Gaslighting in Wahrheit ist. Ihr wisst alle, kennt den Film Gaslighting. Gaslighting, das Haus von Lady Elquist in Deutsch, das ist, wo die Leute dich in den Zweifel bringen, wer du bist und was du wählst. Und speziell, wenn die Leute beginnen, um mehr zu fragen in ihrem Leben. Also ihr habt ein normales Leben und deine Routine und ihr seid normal und plötzlich fragt ihr nach mehr zu fragen. Die Leute um dich herum mögen das nicht, weil du machst den Kochtopf, du rührst um und du weißt, dass mehr möglich ist. Und anstatt, dass die sagen, wow, danke für die Inspiration, die sagen, oh, bitte verändere dich nicht, weil wir müssen uns sonst auch verändern. Leute mögen Veränderung nicht besonders. Und dann starten sie dich zu gaslighten. Du gehst aus deiner Box, veränderst Dinge in deinem Leben, fragst nach mehr. Ist etwas, was viele Leute nicht mögen. Und dann da bist du geboren, um mehr zu fragen, die Veränderung zu lieben, keine Angst vor irgendwas zu haben, zu wissen und zu vertrauen, dass du es handeln kannst, was auch immer auftaucht. Das bist du und das sind die anderen. Nur die anderen Leute in diesem Respekt und die fangen an, dich zu gaslighten. Die bringen dich in den Zweifel. Und die sagen dir nicht, oh mein Gott, das wird nicht vergehen. Das sagen dir dann, du verlierst dein Geld und nicht einmal das, sondern die bringen einen Gedanken in deinen Kopf. Die legen ihn richtig rein, um dich in den Zweifel zu bringen. So, es ist ganz subtil. Es ist so etwas in der Hintertür reinzubringen. Oh, ich werde meinen Job verlassen und mein eigenes Business machen. Und dann sagen die dir, ah, über diese anderen Leute reden, die über bankrott gegangen sind, die alles verloren hatten, weil sie kein Einkommen hatten. Und dann gehst du, oh mein Gott, ist da irgendetwas, was ich falsch mache? Ist da irgendetwas, worüber ich mir nicht gewahr bin? Also wenn dich jemand gaslightet, dann wollen sie, dass du im Zweifel bist. Die wollen, dass du dich selbst an dir zweifelst. Die wollen nicht, dass du dir nicht traust. Die wollen, dass du normal bleibst. Aber die sagen es dir nicht direkt. Die machen es auf einer Seitennotiz. Die kommen durch die Hintertür. Und dann bist du so wie, oh mein Gott, bin ich mir wohl gewahr genug? Bin ich komplett verrückt? Soll ich jetzt wirklich, dass ich das wirklich machen? Und das ist, wo du im Zweifel bist und wo du aufhören musst, dich zu bezweifeln. Und ich weiß, dass Gaslighting auch Extremversionen hat, besonders in Beziehungen. Die Leute nehmen das zu einem Extrem und die treiben dich zum Wahnsinn. Und die Extremversion ist, die würden es zum Beispiel auch in deinen Freundeskreisen erwähnen, wie verrückt du bist und die bringen dich wirklich in eine Situation, wo du deinen Verstand verlierst. Aber das muss nicht so extrem sein. Es kann dieses gemeine, kleine Erwähnen sein, das dich in Zweifel bringt. Meine Ansicht ist, unterstütz meine Wahlen. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich will. Und Leute, die mich nicht unterstützen, meine Wahlen nicht unterstützen, möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Aber ich muss nicht dagegen kämpfen. Und ich muss nicht Angst haben davor, gasgeleitet zu werden und gasgeleitet zu sein, ist nichts, was du nicht handeln kannst. Also ich bin mit der Idee hochgekommen, hey, du gasleitest mich, ich gasleite dich zurück. Gasleite zurück ist die Einladung, um Spaß damit zu haben. Okay? Das Leben ist traurig und schwierig genug.
und unkomfortabel genug. Also warum würdest du jemandem erlauben, Zweifel in deinen Kopf zu bringen? Und warum solltest du dich stoppen, wenn da zwei Dinge, die du nicht verändern kannst, sind, es ist erstens deine Zukunft, deine Vergangenheit und andere Leute. Aber du kannst wählen, wie du mit ihnen dealst. Also erwarte nicht, dass jemand aufhört, dich zu gaslighten oder die Art und Weise zu verändern, wie sie sind. Aber du kannst wählen, Spaß zu haben damit. Du kannst zurück gaslighten, du kannst jeden Zweifel, der in deinem Kopf ist, drehst es herum und gib es zurück, schick es zurück. Und dann bringst du sie in Zweifel, aber nicht aus dem Gemeinen, sondern aus dem Spaßteil. Ich möchte mehr glückliche Planeten, Gesichter auf dem Planeten sehen. Und ich weiß, es ist schwierig und unkomfortabel, mit dieser Veränderung zu dealen und all den Leuten, die dich nicht unterstützen. Und manchmal tut es auch weh, wenn du siehst, oh mein Gott, irgendwie alle Freunde, die ich hatte, alle, die ich hatte, die sind nicht wirklich zu meinem besten Interesse. Die wollen ihr Leben normal und simpel behalten. Die unterstützen mich nicht. Wenn du Spaß da reinbringst und Humor, dann wird das weit mehr Spaß sein, alles davon zu verändern. Und es könnte sein, dass es wirklich so etwas ist, dass du wirklich viel, viel mehr weißt, was du in deinem Leben, was du deine Zukunft möchtest, wen du in deinem Leben möchtest. Wenn du dich zu einem Opfer machst, gaslightet zu sein, dann bist du ein Opfer. Egal wie andere sind, ob sie gemein sind, aber ein Opfer ist ein Opfer. Aber jemand, der zurückgasleitet, ist der Anführer über sein eigenes Leben. Weißt du, ich sehe, wer du bist und ich kann sehen, was du tust, aber ich habe keine Ansicht. Ich habe einfach Spaß damit. So, lass uns zurückgasleiten und kauf diese Zweifel nicht ab. Kauf die Scheiße nicht ab, die Leute in deinen Kopf setzen wollen. Du weißt, wer du bist. Du vertraust deinem Wissen. Und wenn da ein Ding ist, was ihr alle wisst, ist, wenn ihr dem folgt, was ihr wisst, was für euch funktioniert, dann werdet ihr immer großartiger kreieren. So meine Idee ist, dass diese wunderbare Potenz und Kreativität benutzt, um euer Leben zu kreieren, anstatt die Energie zu verschwenden und dagegen zu kämpfen oder zu reagieren für jemanden, der dich gasleitet. Und ich habe das wirklich gehört. Also ich bin wirklich viel Gas geleitet worden. Es wird irgendwie manchmal... Es ist amok. Es ist offensichtlich ein Ding, das viele Leute machen. Warum? Einfach, weil da viel Veränderung vor sich geht und die Leute mögen Veränderungen nicht. Vor allem nach diesem ganzen Covid-Lockdown, wo viele Leute sind, oh mein Gott, da ist jetzt die Leute, dich zu verändern, lass uns was anderes machen. Du invalidierst sie. Du schaufelst wieder einmal den Topf um. Und deswegen mögen sie es nicht. Und es ist okay, du kannst es machen. Aber erlaub ihnen nicht, dich zu limitieren und verschwende keine Zeit und keine Energie und reagiere zu etwas, wer dich gastleitet oder der nicht möchte, dass du dich veränderst. Hab Spaß damit. Kauf es nicht ab und mach es egal was. Und zurück Gas zu leiten heißt nicht, dass du gemein wirst und dass du andere Leute Gas leitest. Es ist ein Status von Sein. Aber du hast Leichtigkeit mit allem. Es ist das, ich habe keine Ansicht, ich sehe, wer du bist. Und ich habe meine Art und Weise, damit zu dealen. Weil meine Art, damit zu dealen, mit das leitern, ich habe Spaß damit. Und ich sehe, ich weiß, was es kreiert, wenn ich sie so behandle, wie sie mich behandeln. Ich habe keine Ladung drauf. Weil eine Ladung da drauf zu haben, heißt, dass du eine Bewertung hast. Zurückgas zu leiten, ist in Aktion zu gehen. Dass die keine Ladung drauf hat, die Killing-Energie, so puff, das passiert nicht. Du bist intensiv, du gehst nicht in meinen Weg, aber du hast keine Ladung drauf. Und wenn du ein bisschen Humor dazu hast, oh mein Gott, wie viel Spaß können wir haben, zurück zu Gasleiten. Alle Leute, die uns klein halten wollen, die unsere Box haben wollen und die kein Interesse haben, uns zu unterstützen. Das ist die Einladung von Gaslighting. Gaslighte einfach zurück. Und das ist, was wir alle sein können. Und wenn wir sind, nehmen wir die Signifikanz heraus aus diesem sensitiven Areal unseres Lebens. Also ich habe das wirklich erfahren in der Abusehold-Klasse, in der Missbrauchsklasse, was es kreiert, wenn du stoppst, Dinge signifikant zu machen. Und ich weiß, dass vor allem Missbrauch und gasgeleitet zu sein und dieser emotionale Missbrauch, das Gaslighting ja ist, es ist ein großer Schritt. Aber es bedeutet nicht, dass du nicht gehen kannst.
Es ist eine Veränderung in deiner Ansicht aus dem, von dem es fürchterlich, von okay, es ist, was es ist, lass uns Spaß damit haben, ja, lass es uns nicht abkaufen und geh nicht in das, warum machen sie das? Weil das Why bringt dich nirgends hin. Die machen es einfach, weil sie es können. Die Frage ist, warum kaufst du es ab? Und warum machst du es signifikant? Und warum bist du nicht willig, Spaß damit zu haben? Speziell mit der Familie, speziell in Beziehungen, speziell mit Freunden. Freunde sind wunderbare Gastleiter, vor allem wenn du der bist, der weitergeht und aufsteigt, nach mehr fragt. Es kann Spaß sein, es kann intensiv sein, aber egal was es ist, wenn du keine Ansicht hast und wenn du diesen Zweifeln nicht erlaubst, in deinem Kopf zu sein, in deinem Gehirn und diesen Zweifel zu institutionieren, dann wirst du immer einen Schritt voraus sein. Und du wirst lernen, immer dir selbst zu vertrauen und niemanden zu erlauben, dich kleiner zu machen. Und das geht weiter. Du kannst diese Kapazität entdecken und es für alles in deinem Leben verwenden. Weil Little lieben das Zweifel in den Kopf zu geben. Sie wollen, dass du den Zweifel abkaufst. Du wolltest, dass du das abkaufst. Die wollen dir was verkaufen. Das ist die gleiche Energie. Wenn du willig bist, dorthin zu gehen und zu sagen, ah, was ist das? Und ich habe keine Ansicht. Und dann dieses kleinen Humor-Spaß-Teil dazugeben und dann schickst du es zurück. Dann hast du Spaß und dann kreierst du größer und hast keine Ansicht. Das nimmt dich heraus aus diesem Status, ein Opfer zu sein, weniger zu sein oder nicht kraftvoll genug zu sein, zu kreieren, was auch immer du dir im Leben wünschst oder als dein Leben haben möchtest, in deinem Leben als ein Einkommen oder was auch immer. Es ist wirklich ein Schlüssel zu absoluter Freiheit. Wenn du mehr wissen möchtest, wenn das etwas ist, was du erweitern möchtest, mit mir entdecken möchtest, ich mache diesen zweiteiligen Telecall, Gasleitet zurück, wo wir darüber reden können, über die verschiedenen Formen, wie die Leute es machen und wie kannst du wirklich Spaß damit haben und wie kannst du nur einfach damit sein und keine Ansicht haben und zurück zu Gasleiten, ohne zu attackieren oder zu reagieren. Es ist nicht zurückschlagen, es ist nicht attackieren, es ist Spaß haben damit. Also, als wir Fragen hatten wir vor diesem Facebook Live, was ist der Unterschied zwischen Gaslighting und Manipulation? Also Gaslighting ist etwas, das du machst, um jemanden klein zu machen und in seiner Box zu halten. Gemeine Leute gaslighten dich und sollen nicht verändern. Und da wirklich die Manipulation, die wirkliche Energie von Manipulation ist, Wörter zu benutzen, die großartige kreieren. Also Manipulation ist immer darauf zu schauen, wird das mehr kreieren für mich und alle involviert. Also wenn du auf eine gute Art und Weise manipulierst, dann machst du keinen Schaden, dann machst du auch keinen emotionalen Schaden und auch keinen finanziellen Schaden. Du gehst in Aktion und manchmal gibst du Wörter da rein, um großartiger zu kreieren. Das ist der Hauptunterschied in Gaslighten und Manipulation. Gaslighting ist das schlimme Ding und du manipulierst. Und Manipulation ist wirklich, wo du großartiger kreierst für alle, die involviert sind. Und die Wörter zum Benutzen, die zum Beispiel eine andere Energie sind. Was können sie empfangen? Und das ist das Element, das dir erlaubt, dass diese Wörter einfach reinzubringen. Und so. Also war noch eine Frage auf meine Notizen. Ich sollte sie vorher präpariert haben. Es sind so viele in WhatsApp, diese Thread, so bei Afrika, wenn du dein Business in Europa hast und du bist in den USA und du wachst auf und dann sagst, um Gottes Willen, 78 Nachrichten. Die zweite Frage war, warum dieses Thema? Das war einfach Spaß. Es hat meine Aufmerksamkeit. Es ist intensiv und es ist sehr präsent. Viele Leute machen es, weil die Veränderung ist in der Luft. Und so viele Leute mögen Veränderung nicht. Und so viele Leute bemerken nicht einmal, dass sie gasgeleitet sind. Wenn du Zweifel hast über deine Idee von dem, was du wirklich verändern möchtest, dann wirst du vielleicht gegasleitet, ohne dass du es bemerkst. Weil Zweifel ist niemals deins. Lass dich das wissen. Die letzte Frage war, was Kinder in der Schule, ist es möglich, dass wir darüber auch reden? Du bist ja
mit Kindern ist es eine andere Geschichte. Kinder sind so ganz gerade heraus. Die sind einfach gemein, speziell in der Schule. Und das ist wirklich so, es ist nicht unbedingt Gaslighting, weil es ganz direkt ist. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann ein super Facilitator, ihr Name ist Anne Maxwell, und sie hat ein Buch geschrieben, würdest du einen Fisch lehren, auf einen Baum zu klettern, und sie gibt Klassen darüber, über Kinder, die in der Schule gemobbt werden. Aber mega Thema, viel zu groß, um es jetzt zum Gaslighting-Call dazuzugeben. Oder wenn ihr da mehr wissen wollt oder ein Kind habt, das in der Schule habt, das gemobbt wird oder eins mit Kindern ist, dass das so gemein waren oder so, bitte hör eine ihrer Calls. Und sie ist wunderbar, sie arbeitet und sie hat mehr als 25 Jahre mit Kindern gearbeitet und nimmt die Access-Werkzeuge. Sie ist das Orakel von Gary Douglas. Sie hat immer die neuesten Prozesse und Clearings verfügbar. Sie ist einfach brillant, speziell mit Kindern. Zurück zum Gaslighting zu kommen, Gaslighting zurück. Erinnert euch, Zweifel sind niemals deine. Wenn du etwas verändern möchtest und dann gehst du irgendwie so, sollte ich oder mein Gott, und was wenn? Das ist nicht deins. Die Möglichkeiten, dann ist eine Möglichkeit, dass irgendjemand um dich herum dich gaslightet, geheim vielleicht sogar, und diese Zweifel in deinen Kopf hineinbringt, wenn er etwas erwähnt oder einen Kommentar macht, einfach auf dich schaut oder so verschiedene Artikel am Tisch liegen lasst. Gaslighting ist so kreativ, oh mein Gott, das ist Wahnsinn. Ich kann euch garantieren, wenn ihr keine Ansicht habt, wenn ihr dabei seid, zurück Gas zu leiten, wird sich alles einfach in Spaß verwandeln und ohne Limitierungen sein und es wird deine Kreativität erweitern. Also wenn ihr mehr wissen wollt, ich bin dort in einem zweiteiligen Telecall. Wir fangen am 21. April an. Das müssen wir ändern. Ich habe meinen Flug wurde geändert. Also es wird der 20. sein, 20. April. Ich sage es noch einmal, seid ruhig. Zweifel ist nie eures. Ihr seid hier, um zu kreieren und Spaß zu machen. Vergesst das nie. So danke alle und ich hoffe, euch bald hier zu sehen. Bye, bye.